Und dann habe ich mich mal aufgeregt, dass ich mal die ganze Zeit runtergefallen bin. Hero! Und willkommen zurück zu Hero. Hero! In der letzten Folge habe ich gesagt, wir machen ja ein bisschen an unserem Haus weiter. Ja. Und ich wollte mal ein bisschen über Last Man Standing nochmal erzählen. Sofern der Frosch aus meinem Hals geht. Kisten sortieren machen wir natürlich nicht mehr, weil er total uncool ist, wenn man vorankommt. Deswegen machen wir lieber so. Der Scheiße, Alter. Genau, um an mein Haus weiterzubauen, muss ich erstmal ein paar Steine holen fürs Dach. Ja, so sieht er aus. Andersrum würde ich sagen, ich mache das hier schon mal kaputt. Weil sich meine Konstruktion geändert hat. Ja. Ja, Last Man Standing an sich war richtig geil, muss ich dazu sagen. Obwohl die Spieler natürlich ein bisschen durcheinander waren, aber trotzdem war es besser gemacht als das erste Mal. Gong Sarazar fand ich, haben relativ wenig gezockt. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut, da waren ja wieder genug Teilnehmer, fast schon zu viele. Also ich glaube, es wäre besser, wenn nicht so viele Teilnehmer da wären. Vielleicht so 5 auf jeder Seite. Ohne Wildcard-Gewinner, obwohl die Wildcard-Gewinner auch gut drauf waren. Und dann wäre es wahrscheinlich besser um einiges. Mein Tipp. Ein paar Sachen haben natürlich auch nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben Quake nicht gespielt. Quake Live und da war noch eins. Warte, welcher war das noch? Komm nicht drauf. Aber da war auf jeden Fall noch ein Spiel, was gespielt werden sollte. Und das haben wir natürlich nicht gespielt. Sonst hätten wir unglaublich lang überzogen. Aber ich denke, so war es auch ganz cool. Ganz cool in Ordnung. Und mit diesem Krasswort, was wir da hatten, da war echt im Chat, sagte Nela irgendwie von wegen, dass da 500 Mal schon vorbeigeflogen kam, von wegen, dass Debito mal krass sagen soll. Und dann habe ich halt dieses krass gemacht und dann erklärt, dass man dann nah an den Großmembraner dran muss, um diesen Effekt zu kriegen. Und dann alle so, ah. Und dann die anderen auch so, krass. War richtig geil. Hatte ich Spaß dran. Hier müsste eigentlich mal eine richtig fette Ofenwand hin. So eine richtig große Ofenwand. So, was wollte ich hier machen? Genau, ich wollte den Boden bauen. Den Boden bauen mit 21 Dingern, was natürlich nicht so geil ist. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Was nicht so sexy ist, weil ich ist jetzt gleich schon Ende. Aber unten im Ofen backen ja ein paar Sachen. Und ich würde fast schon sagen... Boah. Ich würde fast schon sagen, hier muss eine Treppe hin, oder? Aber bis hier eine Treppe ist, kommt hier erstmal so ein Block hin. Dann haue ich mich mal hier durch. Meine Lücke. Ui. Ach genau, hier habe ich auch noch provisorisch zugemacht, sehe ich gerade. Ein Provisorium, aber jetzt kommt ja eh hier dieser andere Stein drauf. Ich würde sagen, wir machen hier drauf nochmal ein richtig fettes Ding. So wie so eine Eiche. Nein, nicht so, aber... so ähnlich. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wo die... Waren die Wände so? Boah! Mega Frame-Zusammenbruch. Super Ruggler. Ruggler. Ja, Ruggler. Ich glaube, das war so, ne? Ohne diese Ecksteine. Sobald ich hier in die Ecke gehe. Ich glaube, die Öfen, die brauchen so viel. Die Öfen brauchen so viel Performance. Das wird es sein. Ich brauche jetzt aber nur Treppen, sehe ich gerade. Brauche da noch Treppen. Super geile Treppen. Da fällt mir ein, hätte ich nichts in dieser Kiste gehabt. Doch, aber ich brauche sowieso mehr Treppen als gedacht. So, jetzt rennen wir wieder hoch. Ich glaube, ich hätte die Rüstung mal ausziehen sollen. Da tut viel zu sehr weh immer. Weil ich immer so viele Level machen muss. Ach, hier bauen die gerade ab. Ich sehe gerade, die bauen gerade wie so ein Weg. Ich glaube, das ist das Ding hier, was so leckt.
Auf jeden Fall macht auf jeden Fall Spaß, so zu bauen. Muss ich ja schon mal sagen. Auf jeden Fall cool. Klatsch, so. Ah, das ist doch scheiße, jetzt mal ganz im Ernst. Da will man mal in Ruhe 3 Folgen aufnehmen. Ich wollte eigentlich mit den Jungs zusammen aufnehmen am Mittwoch. Da nehmen, glaube ich, Zander und die Porkys auf. Aber ich habe heute so viel Bock hier zu bauen und auch viel Zeit, wo ich im Gegensatz zu dann, wenn die aufnehmen, leider keine Zeit habe. Und deswegen ist es natürlich perfekt, wenn man dann was baut, wenn man Zeit hat. Nur mal so jetzt nebenbei. Egal, fast schon. Bin da einmal rum, sehr gut. Das ist Kacke. Und ich sollte auf jeden Fall gleich mal was essen, weil wenn ich hier runterfall, wäre es der dümmste Tod ever. Der dümmste Tod ever. Da, die ganze Zeit. Die ganze Zeit hier am Leggen. Wie Sau. Die Sau. Da schon wieder. Sehr gut. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass da teilweise das Ding hier ist, was hier um mich so rumschwirrt. Oder weiß das einer? Ist das wirklich dieses Meteoritenscheiß-Ding? Fände ich ja jetzt nicht so geil. Da muss ich den gleich mal ganz nach oben setzen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich weiß auch gar nicht, ob man den abbauen kann. Sonst muss ich ihn dann neu bauen. Hui. So. Ja, und die Punkteverteilung, wie gesagt, war bei Last Man Standing jetzt nicht so super. Und am Ende war nachher dieses Entscheidungsspiel, was alles entschieden hat. Aber trotzdem war es cool gemacht, alles. Ich habe auch noch nie mit diesem, wie hieß das? Paintball-Dingern geschossen. Aber ich habe voll viel getroffen, obwohl man das gar nicht so gut gesehen hat. Zur Info, bei mir kam niemand zurück mit den Knochen. Also man musste quasi so Knochen sammeln bei Last Man Standing. Kann man auch bei meinem Video sich nochmal angucken. Oder aber auch auf dem YouTube-Kanal wird es hier bald auch erscheinen. Also nicht auf meinem, sondern auf dem Last Man Standing YouTube-Kanal. Und das hat sich angehört, ob es da noch einen dritten Teil von gibt. Da weiß ich allerdings nicht, ob ich dann dabei bin. Weil ich war wahrscheinlich zu ruhig für die Geschmäcker der Leute da. Muss ich ja ganz weit nach vorne bringen. So, warte. Hab da natürlich auch viel abgelost, aber gut. Passiert. Nein, das bin ich runtergefallen. Ätzend. Da, super leck. Aber mach ich gleich mal. Ich bring das Ding mal gleich nach ganz oben. Oder relativ hoch. Oh. Ne, nicht den Ast absägen, auf dem man steht. Keine gute Idee. Alles schon vorgekommen. Boah, ich weiß noch ganz früher, ne? Muss ich noch mal erzählen. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Diese Shift-Taste, womit man sich festhält. Aber die kannte ich am Anfang gar nicht. Also als ich angefangen habe mit Minecraft, ich meine, klar, woher soll man das auch wissen, wenn man es nicht kennt? Und es gar keine Tastaturbelegung gab. Und dann habe ich mich immer aufgeregt, weil ich mal die ganze Zeit runtergefallen bin. Ich bin hier gerade ganz schön mutig. Boah. Jetzt aus dem Blatt tot. Boah. Da hat die aber geschrien. So, da backt es noch. Obwohl, ich kann mal eben kurz Bagdad mal rausnehmen und dann was zu fressen, meine ich. In den Kopf stecken. Boah, 10 goldene Äpfel, ein Traum. Potato, die müsste ich backen. Da sind noch goldene Brote drin. Da, Brote, ganz normal. Jetzt gleich Stegion. Spiegel hier hin. Tot. Nein!
Weil jetzt im Nachhinein finde ich da doch nicht so eine geile Wahl, dass ich jetzt in diesem Turm hier bin. Hätte wahrscheinlich mehr bauen können oder bessere Sachen, wenn man eine Fläche gehabt hätte. Aber irgendwie verschlägt es mich immer in die Türme. Ich lande in meinem Turm. Ah ja, genau. Ich werde mal oben das Meteoritenschild hochsetzen. Weil er leckt erst, wenn ich oben bin. Unten ist astrein. Und hier unten leckt es ohne Ende. Hier oben leckt es ohne Ende. Sehr gut. Aber hier muss noch dieser grüne Moosstone hin. Woher habe ich denn die goldene Pickaxe? Habe ich die gefunden und nicht weggetan? Das wäre aber blöd. Das wäre aber dumm. Oh. Treppe vergessen. Ich glaube, das war da. Aber jetzt so BÄM! Komet rein. Nein! Wo dann würde ich den Turm ficken. Ich schwöre. So, jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen hoch. Ich weiß nicht genau, wie hoch der wird, aber schon mal so als Anti-Ruckler-Effekt. Ich hoffe, das Meteoritenschild funktioniert auch hier. Aber wie komme ich hier runter? Alter. Gut, wenn es leckt, ist es besonders geil. Aber wenn das Meteoritenschild jetzt da oben ist, ist es auf jeden Fall schon mal weitaus besser. Haben die Pokés eigentlich zwei oder hält das so große Radien aus? Ich bin echt überfragt. Überfragt. Das ist der Bruder von Krass. Mein Gott, ist er bekloppt. Ist das bescheuert, Mann. So, das hier weg. Ich weiß doch noch gar nicht, ob ihr mir was geschickt habt für den Turm, aber ich muss natürlich gucken irgendwann mal. War aber schon lange überfällig, dass ich immer weiterkomme. Dass ich hier mal weiterkomme. Jetzt mal im Ernst, ne? Ja, doch, passt genau. Und ich habe wieder zu wenig mit, glaube ich. Super geil. Super geil. Warte, hier kann man. Nein, komm, lass mich noch was haben. Wow. Geil. Ja, wenn man irgendwann dann zu wenig hat, ist das so ein Scheiße, ehrlich gesagt. Dann ist das so weit von Kacke. Hier oben kann auf jeden Fall ein bisschen Fläche machen, wobei. Fast schon sagen würde, dass ich hier so noch so einen schmalen Turm nach oben baue. Und hier oben die Fläche dann noch vergrößere. Dann brauche ich auch gar nicht mehr so hoch hier oben. Ah ja, genau, sind hier nicht die. Natürlich sind die. Weil dann kann ich mal eben. Ich glaube, die hier wegklopfen, oder? Ja. Ja. Dann muss nur gucken, dass ich nicht den falschen hier wegkloppe. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Weil diese Ecken hier müssen bleiben, weil da ist ja diese. Boah, wie vorsichtig mit dieser super Pickaxe, ne? Deswegen, das hat cool. Coolste. Fehler drin? What the fuck? Nein. Ich muss nochmal eben angleichen. Warte, wo war da? Oh, Scheiße. hier hoch. Ach so, ja. Und ich glaube, hier war der Schnittpunkt von beiden Seiten. Ich habe keine Ahnung.
Ist gerade so ein bisschen verpeilt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie ich das hier dran bauen muss. Treppen sind sowas Geiles, ne? Früher war es auch nur ein Mod gewesen für die Treppen. Genau wie Pistons, die sich dann durchgesetzt haben. Da bin ich gerade so bescheuert hier, Alter. Nein. Boah, Alter, ich. Das ist so scheiße, Mann. Mach da mal so. Der kommt so rum, der kommt so rum. Lila Löffelstiel, leck mich am Arsch, Mann. Oh, das war eine schwere Geburt, ey. Alle bestimmt schon mega Facepalm. Ich. Es wartet hier ein Creeper und macht alles kaputt. Dann fick ich den. Nein. Da fällt mir ein, ich kann das hier gar nicht anders bauen im Boden, ne? Ich glaube, das geht gar nicht. Ecke, 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 sehr gut. Ja, wie ich habe schon mal erklärt, das ist ein bisschen doof, wenn man das nicht vorbauen kann oder nicht vorbaut und dann halt in der Aufnahme ausprobiert, wie man das am besten baut. Klar kommen da nicht die geilsten Sachen dann raus, aber man versucht es natürlich einigermaßen anzupassen. Genauso wie ich jetzt spontan mal eben die Treppe hier dran lege. Weil ich denke mir, das passt dann von der Innenwand am besten. Wobei ich das nochmal lasse, weil wenn ich jetzt hier noch Bücherregale und so einen Scheiß setze, dann stört der Kram wieder. Und wenn ich jetzt hier einmal schon rum bin, ist es Quatsch. Das wollen wir mal genau so im Raum stehen lassen. Super Quatsch wäre das dann. Ich würde hier auf jeden Fall ein Fenster reinmachen. Ich glaube, hier werde ich auch Glas nehmen und nicht diese anderen Sachen, weil hier oben ist der bessere Teil. Da lasse ich nochmal auf, eventuell, weil ich ja darüber gehe mit den Steinen. Dazu dann aber nächstes Mal mehr. Hier kommt auch ein Fenster rein. Oh. Und hier können eigentlich Fenster rein bis zum Boden. Ja. Geil. Ach genau, hier sollte ja noch nichts hin, Mann. So. Boah. Turmbauen ist gut, oder? Gar nicht gefährlich. Gar nicht gefährlich. Aber wenn ich da jetzt den, so ein Spitzdach, ne, kein Spitzdach, aber eventuell nochmal so eine Brücke darüber baue. Da das Dach muss weg, da kommen ja diese roten Ziegelsteine hin. Ich würde sagen, ich hole mir mal ein paar. Na, Chocobo, dann können die schon mal backen, während ich da oben die Scheiße weiterbaue. Das wäre doch geil, oder? Natürlich ohne Zauberstab, weil sonst ist es langweilig. So ein Scheiß, wie brauche ich denn da, ey? Wobei ich natürlich blöd finde, wenn man hier diesen Berg so abbaut, dass das super scheiße aussieht, ne? Genau wie diese Furche, die da reingebaut haben. Hätten die nicht die Rückseite des Berges abgrasen können? Jetzt mal im Ernst immer. Bauen die direkt hier vorne alles ab? Ich meine, ich jetzt auch, um da hochzukommen, aber toll. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, bis im nächsten Part. Disconnect.